Willkommen zurück zu einem sehr interessanten Rätsel. Hier bei Uncharted 3. Doch wie machen wir das? Halt einmal. Hier haben wir zunächst mal den Schatz. Okay, das funktioniert auch nicht. Also wir müssen es so strahlen, dass der praktisch bedroht wird. Ich glaube, ich muss diese Statuenteile am Wandgemälde ausrichten. Du glaubst, von der richtigen Stelle aus ergibt das alles einen Sinn? Genau das hoffe ich. Ach so, jetzt sehe ich da schon einiges. Das funktioniert auch nicht. Da wird immer nur das falsche Bild rangestrahlt. Ich glaube, ich muss diese Statuenteile am Wandgemälde ausrichten. So geht es wohl auch nicht. Ja, wer hätte es gedacht? Okay, das funktioniert auch nicht. Schließen Sie die Wandmalerei ab. Ja, ich weiß, dass ich das machen muss. Aber wie soll das bitte schön gehen? Wenn man nichts an die Hand gibt. Ich meine, die Teile bewegen sich doch eh komplett anders. Ich meine, was brauchen wir denn jetzt alles für den Typen? Wir brauchen den Speer, das ist klar. So geht es wohl auch nicht. Okay, das funktioniert auch nicht. Ich habe doch keine Vorschau, das ist doch keine richtige Vorschau. So geht es wohl auch nicht. Und wie sieht es jetzt aus? Ach, das kommt nicht richtig durch.
meine, ob der Gedanke jetzt so falsch ist, das ist die andere Frage. Okay, das funktioniert auch nicht. Ich brauche gar keinen Tipp, ich will nur wissen, wie man es richtig macht. Von der anderen Seite, irgendwie muss das doch klappen. Das stelle ich immer falsch ab. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich um die Uhrzeit einfach nicht mehr bereit dazu, das Ganze aufzunehmen. Sieht es fast so aus, aber ach Leute, das ist doch ein richtig bescheuertes Rätsel letzten Endes. Das, da fehlt einfach die schlussendliche Konzeption dazu. Man versteht mich nicht falsch, eigentlich begrüße ich sowas immer. Das ist jetzt auch nicht das allerschwerste Rätsel. Ich denke mal schon, dass es da irgendwie einen Kniff gibt. Okay, das funktioniert auch nicht. Vielleicht bin ich einfach zu blöd, um zu checken, wie Schatten sich bewegen oder wie Schatten ausgerichtet sind letzten Endes. So geht es wohl auch nicht. Wobei, jetzt langsam auf sich habe ich eine Idee. Okay, das funktioniert auch nicht. So ist es fast richtig, aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. So um den Dreh rum. Nein. So geht es wohl auch nicht. Aber halt einmal, halt einmal, halt einmal. Ja, ich hab's doch jetzt fast. Was fehlt denn da jetzt noch? Oder wahrscheinlich müssen wir dieses Brustteil da oder diesen Torso da noch ein bisschen weiter verschieben. Okay, das funktioniert auch nicht. Ja, immer wenn man denkt, dass man es hat. Gehen halt noch näher ran. Ja, endlich mal. Okay, wie lange hat uns das jetzt noch mal gebraucht hier in diesem Part? Zehn verschissene Minuten. Okay, ich kann schon nicht sprechen, also ich soll es lieber lassen, bevor ich mich hier noch komplett blamiere. Also wenn das kein gebrauchter Part war, dann weiß ich auch nicht. 10 Minuten für dieses Scheißrätsel.
Dabei war die Lösung gar nicht so weit entfernt. Hey, die erste Tür ist offen. Kommt. Okay, ach Nate, hat Francis Drake jemals die verlorene Stadt gefunden? Glaube ich nicht. Sieht aus, als wäre er nur bis hier gekommen und hat dann umgedreht. Und hat seinen kleinen Umweg dann verheimlicht. Ja. Hast du dich schon mal gefragt, warum? Was meinst du? Ich weiß nicht. Alles hier kommt mir wie eine große... Sieht wie ein verziertes Becken aus. Ich brauche eine Fackel. Ein Planetarium. Die Uraltversion eines Planetariums. So auch unten. Sully, das ist eine Art Sternenkarte. Das macht Sinn. Manche nennen es auch Planetarium. Sich mit den Sternen in der Wüste orientiert, genau wie die Seefahrer auf dem Meer. Das stimmt. Man könnte doch mit diesen Sternkonstellationen die verschollene Stadt finden. Mit dem Sextanten, ja. Ich war nicht umsonst jahrelang in der Navy. Und ich dachte immer, du wolltest nur mit deiner Uniform angeben. Ach ja? Ja, vergiss es. Hey, glaubst du kannst dir das merken? Ja, klar, aber wir sollten es abzeichnen, oder? Bitte, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Schaut euch das mal an. Wie überaus aufmunternd. Hört ihr das? Oh, oh. Oh nein. Oh nein. Was ist das? Genau mein Gedankengang. Oh Mist! Oh nein, Mann. Sind noch viel aggressiver. Angeblich macht ihn kaum etwas aus. Fädle mit der Fackel. Dann müssen wir halt erneut. Also wieder auf einen ganz anderen Weg versuchen. Auf jeden Fall kann ich eins sagen, immer wenn wir von den Dingern flüchten müssen, benutzen wir eine andere Art der Fortbewegung. Beim ersten Mal war es noch so standardgemäß, einfach mit der Fackel vorbeilaufen. Dann beim zweiten Mal war es die Fackel werfen, jetzt halt praktisch Fackel schwingen. Wie bei der Kehrwoche. Da musste ich als Schwabe eigentlich ganz gut sein. Ich glaube, hier kommen wir durch. Wir müssen die Tür öffnen. Ich würde einfach unten durch sliden, aber. Sie steckt fest. Vielleicht kann ich die von drüben. Weil diese Käfer sind auch so schnell. Ich helfe Elena von hier aus. Versuch es einfach. Halte die Dame zurück! Versuch es einfach! Elena! Alles klar da! Sully, ich brauch mehr Kugeln! Sully, ich brauch sie jetzt! Okay, es werden anscheinend immer weniger. Ja, dann auf! Okay, das war's eh schon. Ich würde mich nicht zu früh freuen, weil es gibt immer wieder eine Gefahr. Ich habe langsam die Schnauze voll von diesen Viechern. Halt, ihr wusstet davon? Wann hattet ihr vor, mich zu warnen? Hey. Gar nicht. Schaut mal. Die Welt täuschte dich nicht mit Schönheit. Es ist der Traum eines Träumers. Ein Trugbild der Wüste.
bevor der Becher des Todes dich tränke. Reizend. Alles auf Englisch. Ja. Ja, das war wohl Drake. Okay, okay. Jetzt nochmal im Klartext. Drake segelt tausende Meilen auf der Suche nach diesem Atlantis der Wüste. Und als er hier ist, bringt ihn das, was er findet, dazu, umzudrehen, zurückzusegeln und seine Expedition zu verheimlichen. Genau. Aber du, du machst weiter, nicht wahr? Ja. Und wofür? Den Schatz? Sully, auf dich hört er. Halt ihn bitte auf. Ja, Sully, bitte, halt mich fest. Ihr zwei habt sie doch nicht mehr alle. Elena, komm, wir machen doch nur Spaß. Hört zu. Ihr habt gewonnen, okay? Ihr habt sie geschlagen. Ihr wisst, wo die Stadt ist. Und Marlow nicht. Wieso reicht das nicht? Irgendwie wird Drake immer mehr alleine gelassen. Nun gut, Leute, ich würde sagen, bevor wir jetzt durch dieses Tor durchgehen, beende ich den Part, weil es kann immer wieder sein, dass eine neue Gefahr auf uns kommt. Und außerdem klingelt gerade der Timer. Bis zum nächsten Mal und ciao, haltet ihr und Steffen, denkt daran, Freundschaft ist Magie.